Ah, und da bin ich wieder im Eck, im Dunklen. Und weiter geht's mit der Hatz. Oh, da ist eine. Da war eine Axt. Wo war die gerade? Ah, hier. Sehr schön. Alter, der sieht mich schon wieder. Da komme ich auch nicht vorbei. Ja, dann muss ich wohl oder übel die mit der Axt erlegen. Da bleibt mir gar nichts anderes übrig. Oder aber mit einer Flasche? Nee, die sind nicht mehr da. Wo sind die hin? Ah, das ist ja noch schlimmer. Wenn man ja gar nicht weiß, wo die hin sind. Alter. Da ist einer. Den muss ich ablenken. Warum schießt der? What? Was ist da los? Oder ist jetzt irgendwo reingefallen? Ach, der hat die Tür eingetreten. Okay, rein da. Ich wäre noch verrückt. Oh, yeah! Schrotflinte. Diese Repetier-Schrotflinte verfügt über einen kurzen Lauf mit weiter Öffnung, sodass die Schrotkugeln über eine kurze Distanz breit gestreut werden. Pam! Aber ich behalte jetzt trotzdem erstmal die Axt. Oh, was steht da? He's watching, we can't leave. So, da. Schau ich mal kurz aus dem Fenster raus. Oh, da ist jemand. Weg, 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 weg. Okay, da kann ich mich verstecken. Und das Problem ist, die sind echt nicht so blöd, dass die nicht Leitern klettern könnten oder durch Fenster durchkommen könnten. Und das bedeutet, wir sind hier nirgendwo sicher. Wo ist der jetzt hin? Der ist doch irgendwo da oben, oder? Vielleicht ist es ja nur einer. Da ist er. Stirb, du Sau! Aber wo ist... Wieso kann man diese blöde Axt nur einmal benutzen? Das ist doch scheiße! Ja! Die Qualenarmbrust, jawohl. Diese klappbare Armbrust hat eine starke Sehne, die anscheinend schwere Projektile abfeuern kann. Jawohl, ja. So, die nehme ich doch gleich mal. Wie kann man? Ah. Ah, ich kann das reinlegen. Jetzt. Okay, dann legen wir die ab. Nein. Wie? Schnellzugriff festlegen. Wie geht es? Bolzen wechseln.
So vielleicht? Ah, alles klar. 2, 3 und 4. Okay. Jetzt kann ich hier durchwechseln. Qualenarmbrust, Pistole, Schrotflinte, Granate. Jawohl. Qualenarmbrust habe ich nur diesen einen Schuss, oder? Benötigte Teile. Stringbolzen herstellen. Ah, ich habe ja genug Teile. Voll. Wieso voll? Da kann ich nichts herstellen. Und da auch nicht. Ah, die fliegen auch noch so blöd. Aha. Sollte ich den verbrennen? Ich weiß es nicht. Aha, da unten steht einer. Den könnte ich vielleicht von da oben wegmachen. Schauen wir mal. Mal alles einsammeln. Hey, da stecken Pfeile, oder? Harpunenbolzen. Eine mächtige Harpune für die Qualenarmbrust, um Gegner aufzuspießen. Noch eine. Ja, das hat sich ja mal gelohnt, hier raufzukommen, würde ich mal sagen. Was erwartet uns hinter dieser Tür? Duck dich! Den machen wir so platt. Aber das war jetzt gar... Doch, das war auch ein Zombie. Aber ob der wiederkommt? Ach, verbrennt man dann einfach. So, und jetzt versuche ich mal, den da hier mit der Armbrust zu küllern. Wo war denn der gestanden? Der war doch hier irgendwo. Gereizt und der Wetter, wo ist der hin? Ob ich da runter soll? Eigentlich lieber nicht. Okay, dann warten wir, bis die wieder kommt. Na komm. Na komm, Gucci, Gucci, Gu. Geil. Ist da wer? Hallo, ist da wer? Oh, oh, oh. Ja, die Qualenarmbrust, die finde ich schon mal geil. Okay, das nehmen wir gleich einmal. Hey. Ach, das ist einfach nur Gel. Ah, ich habe jetzt gedacht, das wäre irgendwie... Irgendwie zum Heilen. So, okay, das Tor können die jetzt aufmachen, aber ich will auf jeden Fall noch in das eine Haus da rein. Und hier haben wir ja schon alles. Alles klar, dann gehen wir nochmal in das andere Haus. Weil ich will nicht verpassen. Igidigit. Hallihallöchen, ich bin's, der Cedes. Okay, wenn ich jetzt wüsste, wo die Falle hinschnubbelt. Oh,
Und wo geht er hin? Wo geht er hin? Wo geht er hin? Dreh ich rum. Ah, hier drüben. Okay. Gut. Ist jetzt die andere Flasche kaputt gegangen? Ach nö, bitte nicht. Aber... Ah, scheiße, der hat mich gesehen. Oh, come on. Schrotflinte. Und verbrennen. So, kommen die anderen auch? Weil dann kann ich die Falle benutzen. Ja, die kommen. Schnell die Falle benutzen, die Falle benutzen. Jawohl. Haha, erwischt. Und verbrennen. Schnell verbrennen. Oh. Na, sauber. Ja, endlich hat mal was geklappt. Nehmen wir gleich mal die Flasche mit hier. Und ja, ich glaube, so langsam komme ich rein ins Spiel. Aber immer wenn man große Töne spuckt, stirbt man bald. Munitione. So, jetzt schleichen wir uns mal da rauf. Ist da noch wer? Oh, es hört sich ruhig an, aber da war auf jeden Fall noch einer im Balkon draußen. Alles claro. Oder sind die vielleicht vom Balkon hierher gekommen? Noch mehr Munition? Ja, irgendwie habe ich jetzt gerade im Moment einen Lauf, so wie es scheint. Ja, und gleich mal ein bisschen heilen hier. Zack. Da ist keiner, aber ich habe gerade schon wieder ein Monsterchen gehört. Ich kann mich bloß... Na, da ist doch der Balkon. Sind sie anscheinend doch weg. Da haben wir noch eine Tür. Aha. Hier scheint irgendjemand gewohnt. Wow. Wie haben Sie das so schnell geöffnet? Sie können es gerne selbst probieren. Bitte. Die Zeit drängt. Wir müssen Leslie unbedingt finden, bevor ihm irgendetwas zustößt. Na, ich hab noch gar nichts geöffnet. Ihr Vögel. Wahrscheinlich bin ich nicht so gegangen, wie man normalerweise gehen müsste. Jill! 4900. Was haben wir denn hier an der Wand? Irgendwelche Bilder? Und die hat sich leider aufgehängt. Wenn sie ein bisschen gewartet hätte... Erste-Hilfe-Koffer. Die große Spritze in diesen Erste-Hilfe-Koffer stellt deine Gesundheit im großen Umfang wieder her. Allerdings mit vorübergehender Nebenwirkungen. Sie sind sehr selten, aber erhöhen mit jedem Einsatz auch ein wenig die maximale Gesundheit. Aha. Verstecken. Da war ja nichts mehr. Und zu dem kommen wir auch nicht rauf. Servus. Hallihallo, was machen Sie denn da oben? Kommen Sie doch mal runter, der Herr. Ach genau, das wollte ich noch. Hier. Versuch Nummer 4. Probanden Nummer 4 bis 13. Gehirnströme verringert, aber Synchronisation hergestellt. Probanden sollten allmählich ein geteiltes Bewusstsein erfahren. Bisherige Versuche haben einen rapiden Verfall des Bewusstseins gezeigt. Ihre Gedanken wurden zu einem höchst erlesenen Amalgam aus mentalen Versatzstücken. Ich muss mich selbst mit ihnen verbinden, um den Schrecken zu erleben, bevor er vergeht.
Aha. Na sauber. Ja, aber bevor wir durch diese Türe hier schreiten, sage ich mal wieder auf Wiedersehen. Es war heute wunderschrecklich schön. Und traurig klingt der Schlussakkord in Moll. Tschüss.